Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims 4, wieder berühmt, Vitürias Live, Libby's Live, DJ-Karriere, Schauspiel-Karriere, alles zusammen, whatever. Und wir machen auch direkt da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Vitu hat gerade seine Medienfähigkeit erhöht, heißt, er kann jetzt neue Songs hier haben. Halt, 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 nein, das will ich nicht abbrechen. Nein, 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 nein. I don't want this. Scheiße. Das wollte ich eigentlich nicht. Oh, er freut sich gerade, dass er seinen Vorsatz erfüllt hat. Ja, und wie gesagt, er kann jetzt einen neuen Song machen. Luling und Upila. Aber wir hatten, glaube ich, gerade Gom Gapro. Ich habe gelesen, dass man das auch andere Möglichkeiten hat beim Remixen. Genau, er kann jetzt noch Trommeln dazu tun. Power-Gitarre sollte da nicht rein. Keyboard. So, das wäre eben das, was wir eben gerade gehört hatten. Würde mich mal überprüfen, wenn wir denn wieder zu Rebinds gehen. War das Rebinds oder war das Rechnerrock? Ne, ganz klar Rebinds. Schon die 10%, ich bin begeistert. Was können wir da jetzt noch reintun? Wir hätten auf jeden Fall Gesang drin. Gitarre. Bass. Noch mehr Bass. Trommeln. Der Synthesizer ist drin. Ja, ja. Ich finde, der Synthesizer im Hintergrund hört sich ein bisschen merkwürdig an. Dementsprechend spreche ich nämlich den ganz gerne da raus. Ja. Auch keine Videos mehr. Kann man den da verbessern? Auto-Updater. Mehr Speicherplatz. Beleuchtungssteuerung. Könnte er da schon eine Beleuchtungssteuerung? Noch mehr Teile. Als Teile kriege ich ja vom... kriege ich ja so vom Reparieren und so, wenn ich dann hinter diese Sachen durchsuche. Teil für Sanitäranlagen. Tja. Ja, klar, wir kriegen beide langsam Hunger, ne? Es ist ja schon wieder auch Abend. Dementsprechend würde ich aber sagen, dass die Valkyrie schon mal aufhört zu singen. Und Vitu muss morgen, glaube ich, auch wieder arbeiten, ne? Der muss das nicht morgen auch wieder arbeiten. Ja, tolle Party, nein, danke. Genau, ist mal. Ist perfekt. Ein Gericht nehmen. Dann macht das auch, Valkyria. Hat sie das jetzt? Ja. Brauche halt ein bisschen länger. Ich bin auch überlegen, ob wir vielleicht für Libby nicht noch ein zweiten Hund adoptieren. Die können die beiden miteinander spielen. Wie war das? Libby.
Libby, 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 Libby. Libby, Welpe, weiblich. Schreckhaft, Schnüfflerin, verspielt. Okay. Ich würde sagen, dass er jetzt auch mal kurz aufhört. Und beim nächsten Mal weitermachen. Ich möchte ein seltsames Licht untersuchen. Jetzt bin ich aber gespannt. Was für ein seltsames Licht möchte denn. Okay. Nicht im Ernst, nicht im Ernst. Was? Aber. Hallo? Und Valkyrie ist das scheißegal? Dein Freund, mit dem du ein Kind gezeugt hast, wurde gerade entführt. Warum kommt Vito auch auf so eine scheiß Idee, ein seltsames Licht zu untersuchen? Du solltest eigentlich nur was essen, weil du Hunger hattest. Aber nein, der macht dann so einen Quatsch. So eine Kacke, ey. Oh, Libby schläft mal auf ihrem Platz. Das ist gut. Ah, die Verkürer kann ja wirklich mal kurz sich am PC setzen. Haushalt, wie ging das denn noch? Web, 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 Web. Haushalt. Die Klinik kaufen, Restaurant kaufen, adoptieren. Hund adoptieren. Mal gucken, was das für Hunde so momentan zur Verfügung gibt. Ich wollte gerade sagen, es sieht genauso aus wie Libby. Ist bloß, ja. Zwergpudel und der English Cocker Spaniel. Ja, dass die beide als Welpe gleich aussehen, mag ich zu bezweifeln. Aber Libby ist ja auch weiblich, ne? Also bräuchten wir noch einen Cocker Spaniel, der männlich ist. Samoyede, Samoyede. Samoyeden finde ich aber auch cool. Aber sterilisiert, das ist doof. Tja. Nix da momentan. Was ich vielleicht haben wollen würde, dann kann sie jetzt. Was kann sie denn mal machen? Könnt auch anfangen, mit ihr Bücher zu schreiben. Mit der Valkyria. Sie kann auch erstmal schlafen. Tja, und der ist halt irgendwie immer noch entführt. Scheiße, ey, was passiert denn mit Sims, wenn die entführt werden von den Aliens? Hat das irgendwelche negativen Auswirkungen? Wisst ihr da mehr? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ich bin mir da nämlich gerade ziemlich unsicher, was mit Vito jetzt passiert. Ob es ihm danach noch gut geht oder ob der dann Superkräfte hat oder keine Ahnung was. Ich bin der Meinung, irgendwas Merkwürdiges kann mit den Sims passieren, wenn sie halt von Außerirdischen entführt werden. Ja. So, I'm not 100% sure, was jetzt passiert mit Vito. Da ist er wieder. Entführt. Das bringt das Blut so sehr zum Kochen, wie in eine raue, um gestoßen zu werden. Ja, und was ist jetzt mit ihm passiert? Er wurde halt entführt. Kann er jetzt mit Hunden reden? Muss ich hier irgendwie jemanden anrufen?
Krank melden. Service. Nee. Ferret Papa. Tja. Ah, Finowu. Was ist denn da eigentlich? Schenkenfest mal, alles klar. Ach, und Libby muss mal raus. Ja, okay, Vito, dann musst du mit Libby gleich nochmal raus. Bevor Libby einen Unfall passiert, und das wollen wir ja nicht. Das kam vom Gewitter, ne? Umgebung 2 hieß es hier. Muss hier irgendwo noch ein zweiter liegen, oder? Ist hier aber nur den da. Halt, bevor du schlafen gehst. Mit Liebe musst du noch raus. Und warum ist Valkyria schon wieder wach? What? Was war das? Gerade? Das hört sich ungesund an. Müllbaum kann er nochmal ernten. Du musst Libby gleich nochmal wieder mit reinnehmen, du Vollidiot. Komm, red mal kurz über dein Problem mit Libby. Hunde sind auch gute Zuhörer. Chinkabla Larimpo, Skipa Nochongo, Tuluf, Morid, Brasho Pra, Sanse Tib Tib, Yalo, Minrab, Paula Minrab. Und dann nimmst du Libby wieder mit und dann gehen wir rein. Ja? Jo, perfekt. Dann sagst du Libby vielleicht gleich nochmal, dass sie sich hinlegen soll. Dann müssen wir Libby, glaube ich, auch mal wieder baden. Aber ansonsten darf er dann auch gleich kurz auf Toilette und dann wieder schlafen gehen. Zack. Bitten hinzulegen, Libby. Richtig interessant, oder riecht die Toilette interessant? Versuchen das nochmal mit Libby. Ich gebe nicht auf. Scheiße, Vito muss ja morgen arbeiten. Der muss in 6 Stunden wieder bei der Arbeit sein. In 5 Stunden. Scheiße. Quobi Mimna. Das wäre nicht unbedingt der erholsamste Schlaf, den Vito jetzt anbieten kann. Aber gut. Oxnaz. Libby ist manchmal ein bisschen doof, ne? Libby soll sich einfach nur hinlegen. Libby hat keinen Bock drauf. Toll. Ich sehe gerade, dass es wird bei mir ganz schön dunkel in der Aufnahme. Oh Gott, was machen meine Haare denn da schon wieder? Dabei ist das draußen noch gar nicht so dunkel.
Das sieht übelst dunkel in der Aufnahme aus. Voll gruselig. Ein Gericht nehmen ist gut. Morgenübelkeit. Als er geauft hatte, fühlte sie sich schrecklich krank, so als würde jemand ihr rein umherschieben. Ja, ist ja auch in gewisser Weise so, ne? Vito muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Toll, Vito. Hast du gut hingekriegt. Warum lässt du dich auch von Außerirdischen entführen? Oh, Libby möchte spielen. Das können wir Mercury ja gleich machen. Mercury hat... Ist heute nicht auch Montag? Um 9 muss sie beim Casting sein. Da muss Libby sich halt mal ganz kurz um sich selbst kümmern. Was macht sie jetzt? Das beschwert sich über ihre Probleme bei Libby. Und ist nebenbei. Okay. Kann sie gerne so machen. Muss jetzt halt langsam mal kurz aufstehen. Und du, das Libby mal wecken. Wenn du fertig gegessen hast. Und Vito ist angespannt. Er möchte mal wieder befördert werden. Das wird wahrscheinlich im heutigen Tage hoffentlich passieren. Zur Arbeit gehen, perfekt. Und sie geht zum Casting. Oh, ein Weltstar. Vito ist zur Arbeit. Valkyrie ist im Casting. Inspiriertes Vlog-Video. Ach, habe ich dem gar keinen Namen gegeben? Hoppala. Ich kann die Welt. Die Welt. Die Zeit mal kurz vorspulen. Oh, was ist so lustig? Vito bemerkt, dass alle grinsen und lachen, aber wenn er sich nähert, werden schnell alle Chatfenster geschlossen. Er kann vorgeben, nichts zu bemerken oder sein Team zur Rede stellen. Benehmen ignorieren und fragen, was los ist. Ich frage mal, was los ist. Warte mal. Tell me what? Say everything? War das nicht der letzte, dieser Rock-Dings, den ich gemacht habe? Habe ich gar nicht. Also, er müsste den im Inventar haben. Kann ich gar nicht drauf zugreifen, aber liegt es vielleicht daran, weil das halt unter dem Label rausgekommen ist? Schon crazy. Was war denn da für ein Arbeitsereignis? Zunächst antwortet niemand, doch dann lässt der neue Praktikant Vito auf seinem Bildschirm sehen. Es ist ein zusammengebasteltes Video, Foto, aber der axtschwingende Mutant ist nicht Vito, sondern sein Boss. Das ist wirklich zum Schreien komisch. Wow, okay. Casting bestanden und du scheinst gut in die schicke Gesellschaft zu passen, denn du hast eine Rolle mit Anstand und Würde ergattert. Wir wissen nicht genau, was wir dir raten sollen. Unsere Umfrage im Büro hat ergeben, dass du mit Zylinder und Monokel erscheinen solltest, um dich gut einzufügen. Sehr gut. Das heißt, Valkyrie ist jetzt wieder zu Hause. Muss ganz dringend auf Toilette. Oh, wir haben hier Post bekommen. So, irgendeine Rechnung in deinen Brief hast du gefragt. Du hast Schuldenhöhe von 2.121... What? Ja, komm, Valkyrie, bring uns mal kurz die Gästetoilette. So, mit Filmpartner anfreunden. Romantische Szene üben. Charisma-Fähigkeit erhöhen. Ich glaube, Charisma-Fähigkeit ist sogar... Oh, ziemlich weit unten. Ja, aber ich glaube, die muss ich ja nicht komplett erhöhen, also nicht aufs nächste Level bringen, sondern es geht auch einfach so. Ja. Ich glaube, dann fange ich am besten gleich mal an, dass ihr hier über diesen Karriere-Dings... Regisseur und Filmpartner einlade. Und dann gehe ich erstmal duschen. Eine dampfende Dusche.
Kokett. Das ist kokett ist perfekt, würde ich sagen, für eine romantische Szene. Dementsprechend. Ja. Hat sie jetzt jemanden eingeladen? Ich glaube nicht. Oder hat sie Charlotte eingeladen? Lässt Sleepy die Leute jetzt rein? Digga, was ist denn hier los? Sind Randalierer eine Fancy oder was? Hallo? Kann ich mal aufhören, hier alles kaputt zu treten? Wer ist denn davon ist mein Filmpartner? Ey, das ist mein Müll. Hör auf, meinen Müll zu durchwühlen. Hör auf, meinen Müll kaputt zu machen. Was ist denn jetzt hier los? Ja, schwer mal über Vito, das ist gut. So. Ja, mach mal hier auch manche Szene mit ihr. Das ist eine gute Idee. Chelner. Gungene. Zafis Muchi Pichi. Du sollst doch romantisches. Ich drehe noch durch. Digga, und warum sitzt sie immer am Computer? Ich weiß nicht mehr, wer sie ist. Zählt das schon als romantische Szene üben? Wie geht denn das? Führen wir in einem anderen Zimmer eine romantische Szene oder eine Horrorszene auf? Ja, perfekt, mache ich doch gerade. Muss ich nochmal machen? Kankaru, Kankari. Mein Kühlschrank stinkt schon wieder. Sehr gut. Über Modescherzen, über Fitnesstechniken reden, über Lieblingsschriftsteller reden. Hauptsache, ich freue mich mit denen ein bisschen an und nebenbei steigt dadurch auch meine Charisma-Fähigkeit. Oder? Kann am Spiegel oder bei Gesprächen mit anderen Sims ausgebildet werden. Perfekt. Diese kann zu mir rüberkommen. Es sind eh gerade viele Leute da. Perfekt. Mir fehlt gleich, dass es die Gästetoilette ist. Ich habe gar kein Bücherregal, fällt mir auf. Und Valkyrie ist ein Bücherwurm. Ganz ehrlich, das ist glaube ich eine richtig geile Idee. Kann ich mir hier... Hoffe, ich stürze das Spiel jetzt nicht ab. Danke. Dann kann ich die Vito... die Vito, ja. Die Couch einfuhr.
das Ding. Nee, sogar zwei vor, oder? Vielleicht reicht das ja schon. Aber, warte, ich stehe mal ganz kurz hier. Ich muss mal kurz ein Bücherregal. Bücherregal. Ja, Bücherregal. Bücherregal, ein Bücherregal. Eieiei, da gibt es mal ganz schön viele. Handvergoldetes Bücherregal. Das passt doch perfekt bei mir rein. Ha, nicht. Ich weiß nicht mal, wo ich das hinstellen soll. Ich gucke mir aber erstmal ein schönes aus. Welches passt denn so in unser Haus? Ich finde das da ganz gut. Und das sieht aus futuristisch aus. Aber so ein einfaches wäre irgendwie ganz cool. Oh, so ein Wandbücherregal. Das wäre natürlich... Na gut, aber... Ich will am liebsten erstmal ein einfaches haben. Was ist das? What the fuck? Maybe das da. Ich finde nur so einen schicken Braunton. Ja. So, wo kann ich das unterstellen? Hier so. Habe ich hier ein Bücherregal erstmal stehen. Pflanze kann ich aber nirgendwo mehr dann erstmal unterbringen. Wenn ich das in die Ecke stelle, nope, passt nicht. Aber kann ich hier hinstellen. Oh, 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 ich bin ein Genie. Gut, in das Badezimmer auch noch eine Pflanze stellen. Ich weiß aber nicht wo. Ja, so, zack, fertig. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass ich Bücher, dass ich Valkyrie zum Bücherwurm gemacht habe. So, hier soll meine Charisma-Fähigkeit erweitern. Das sollte ich ja eigentlich hinkriegen, indem ich hier mit den Sims rede, ne? Hm. Freundlich. Gruppengeschichte über einen blinden Passagier. So. Ich hätte einen Regenschirm. Warum hat die einen Regenschirm? Ich brauche einen Regenschirm. Das ist aber ziemlich geil, dass Libby gerade die ganze Zeit bei den Leuten hier ist. Kenkuya Taru. Kinja. Umpatash. Kupu Wisin. Brifna. Kubeba Yoyam. Himshma. Lefi Krenkis. Oh, Alter! Du hast schon wieder meine Mülltonne umgetreten. Ja, lach nicht so doof. Wie, du wurde befördert als jetzt Entwicklungschef? Es verdient jetzt mehr, seine nächsten Blablabla ist und genauso wie sonst auch. Erfinderpreis für herausragende Beiträge zur Wissenschaft. Okay. Das lasse ich Vito gleich mal durchwühlen, dann kann er vielleicht solche Technikteile finden. Du gehst mal ganz schnell wieder rein, weil du hast keinen Regenschirm. Warum haben die Leute alle einen Regenschirm und nicht... Ernsthaft jetzt? Seit wann hat die einen Regenschirm? Und wie ist Vito? Vito, durchwühl mal den Kack. Teile plündern. Und wer spricht da? Ich weiß nicht gerade, wer mich angerufen hat. Valkyria. War denn wieder mein Gericht? Hat wieder was gefunden? Kann noch mehr Teile plündern? Dann nochmal hier wegwerfen. Oh, jetzt bringt er das. Vielleicht diesen Mülleimer. Mal gucken, ob wir da jetzt wirklich Geld durchkriegen.
Ist von mir in den Kommentaren gesagt. Also müsste das ja eigentlich funktionieren. Geil. Muss ich halt das Ding eigentlich mal wegschmeißen, ne? Dann lasse ich das so liegen. Das schreckt die Leute dann ab, die mich besuchen. Das heißt, hier wird auch das Essen aussortieren. Was ist die da eigentlich? Festliches Frühstück ist auch gut. So, und du gehst jetzt mal kurz on the toilet. Warum will der schon wieder schlafen? Nur weil du letzte Nacht nur 4 Stunden geschlafen hast. Kann ich überhaupt nicht verstehen, Vito. Ups. Ja, und dann soll der vielleicht was essen? Das wäre nicht schlecht. Und wenn... mal Reste nehmen. So, und wann hat sie ihren Auftritt? Dienstag, 12 Uhr. Boah, ich weiß nicht, ob ich bis dahin noch die Charisma-Fähigkeit dahin kriege. Müsste ich eigentlich jetzt machen. Vielleicht kann ich nochmal hier draufklicken. Oh, aber ich sehe gerade, dass wir mit dem Part schon wieder fertig sind. Dementsprechend würde ich einfach mal sagen, wir sind hier fertig mit dem Part. Ja, das habe ich doch eigentlich eben gerade auch schon gesagt. Ey, manchmal bin ich echt bescheuert. Und es wird ganz schön dunkel hier. Ihr seht mich ja gar nicht mehr richtig. Sieht ein bisschen gruselig aus. Eigentlich bräuchte ich jetzt wie die Valkyria in ihren Videos hinten auch nochmal so einen schönen LED-Streifen, dass es hier alles viel schön beleuchteter ist. Aber, naja, gut. Müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und, oh, kommen meine Arbeitskollegen da schon wieder? Ja, die kommen gleich alle wieder angelaufen. Das ist sehr geil. Ah, die Charisma-Fähigkeit hätte ich ja auch am Spiegel trainieren können. Hätte ich die Leute gar nicht einladen müssen. Ja, danke. Ich bin doof. Aber gut, ich wünsche euch dann noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video angesehen habt. Und dann sehen wir uns in 2 Tagen wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin, auf Wiedersehen, bye bye und tschüss.